Ich vernehme gerade von der Technik, dass sich da schon einige Leute angemeldet haben per Zoom hier bei uns live. Herzlich willkommen, schönen guten Abend miteinander. Es freut mich, dass ihr so zahlreich teilnehmt an unserer ersten, für uns erste Live-Zoom-Session von der digitalen Autoshow vom AGVS Sektion Aargau. Heute darf ich Gastgeber sein, hier bei uns, bei der Ernie und Kalt AG in Döttingen. Wir vertreten die Marken Peugeot, Citroën und DS Automobil. Und ich möchte oder habe zwei ganz spezielle Gäste für heute Abend für euch eingeladen. Zum einen ist das der Chris Regetz. Chris Regetz ist der Messeleiter von dieser Ausstellung. Er darf das Interview führen mit einem Ich wollte ursprünglich den Roger Federer einladen, aber er ist leider heute andersweitig beschäftigt. Da habe ich unser Nummer 2 dürfen einladen. Das ist der Dani Fuchs. Der Dani Fuchs ist Marketingleiter von den Marken Citroën und DS Automobil Schweiz. Ich hoffe, er ist ein guter Ersatz zum Roger Federer. Und ich würde euch beide gerne bitten, hier Platz zu nehmen auf die schönen, bequemen Stühle für einen gemütlichen, interessanten Abend und ein tolles Interview. Ein französischer Abend für euch. Ich habe gedacht, es ist auch Mittwoch, ein bisschen Wochenspaltung feiern. Da gehört ein feines Gläschen Champagner dazu. Und es freut mich, dass ihr hier in den nächsten 20 Minuten, eine halbe Stunde dürft, über unsere zwei Marken oder respektive auch über ganz persönliche Fragen von Chris Regetz mitbekommen. Besten Dank und nehmen Platz. Danke vielmals, Oliver, für die Einführung. Hallo, Dani. Chris, Sally. Sally, wie geht's? Gehen wir gut. Ich habe zwar ein bisschen leicht vorgehalten, jetzt auch, nachdem ich erfahren habe, dass ich eigentlich nur Nummer 2 bin. Das ist schwierig für mich. Also, so viel Enttäuschung. Die zweite Enttäuschung heute, weil ich habe mir eigentlich eine Stunde eingeplant und jetzt merke ich, es sind nur 30 Minuten. Okay. Ich bin nicht sicher, ob ich in 30 Minuten überhaupt über die erste Frage hinauskomme. Das ist schwierig. Ja, das ist natürlich schwierig. Ja. Dann fangen wir gerade mit einer schwierigen Frage an. Dani, woher kommst du heute? Ja, ich habe eine weite Haarreise gehabt. Ich bin vom Grimsel oben abgekommen. Wir haben heute im Grimsel, heute, respektive gestern, heute und morgen, haben wir auf dem Grimsel einen ganz speziellen Anlass mit der Schweizer Presse. Und zwar lancieren wir den EC4 in der Schweizer Presse. Wir haben für die Schweizer Presse exklusiv die Möglichkeit geboten, dass sie eben nicht einfach nur den Grimselpass drauf fahren können, sondern vor allem in Grimsel rein. Der ganze Grimsel, da habe ich selber auch nicht gewusst, der hat 60 Kilometer Tunnel, wo du kannst fahren, wo überall ein Zugang gestohlen ist auf all die Staudämme, die Kraftwerke, die Strom produzieren. Und das haben wir dort anschauen. Das war mega spannend. Wir sind dort auch in dem Grimsel Hotel gewesen? Nein, leider nicht. Das hat es nicht gelangt. Okay. Ich habe das Budget schon anderweitig verplant. Okay. Mit was für einem Auto bist du denn jetzt unterwegs gewesen? Ja, wäre jetzt eine falsche Antwort, wenn ich jetzt irgendetwas anderes würde sagen. Das ist eine Testfrage, oder? Nein, heute bin ich mit dem C5 Aircross Hybrid unterwegs gewesen, weil wir alle EC4 für die Journalisten gebraucht haben. Das ist natürlich sehr wichtig, dass die Journalisten die Auto auch testen können. Genau, aber Dani, du kannst mal sagen, wer bist denn du überhaupt? Das hat mich meine Frau auch gefragt vor ein paar Jahren. Ich habe dann versucht, eine schlaue Antwort zu geben. Das Gute ist, dass sie hat es geglaubt und heute ist sie meine Frau. Nein, ich bin ursprünglich ganz, ganz weit weg vom Autobusiness. Ich bin eigentlich ein Sportartikelverkäufer. Ich habe als Sportartikelverkäufer angefangen und irgendwann habe ich einfach das Gefühl gehabt, wie geht das, dass man gut Geld verdienen kann mit wenig Arbeiten. Und dann ist eigentlich die gute Autobranche. Dann habe ich mich zu Zug beworben als Autoverkäufer. Ich dritte Autos im Zug, habe dort einen Opel und Alfa Romeo verkauft. Aber wir müssen merken, dass es gut Geld verdienen ist damals wirklich sehr gut gegangen, aber das mit wenig Arbeiten hat nicht funktioniert. Und ich habe einen Chef, der mir dann schon gezeigt hat, wie man richtig arbeitet. Und da bin ich bis heute dankbar. Und so bin ich in die Automobilbranche hineingekommen. Okay. Und dann auch ein bisschen mit Zufall immer mehr
die Richtung vom Marketing gegangen, haben dann aber auch ein paar Abzeichnungen gemacht, haben dann bei der Marke Otto, bei der Marke Chevrolet die Marketingleitung übernommen, bin dann aber nachher zurück in Handel raus. Das heisst, ich habe eine Stalliker Gruppe geschaffen, einer der größten privaten Händler in der Schweiz, also dort dürfen Filialen, Standort leiten und Vertriebsleitung übernehmen. Und jetzt nach 6 Jahren habe ich gefunden, so, jetzt braucht es einen weiteren Step. Ich bin wieder zurück zum Importeur, also die Seite von der Macht sozusagen gewechselt. Ich bin noch nicht sicher, welche Seite also jetzt die richtige ist. Aber ich bin auf der anderen Seite. Ja, ich bin dran. Genau. Du kannst du ein bisschen beschreiben unseren Zuschauern, was denn so die Aufgaben sind von dir als Marketingdirektor von Citroën und DS Automobil? So in 2, 3 Sätzen. Wir müssen ja schauen, dass wir die anderen 30 Fragen auch noch haben. Genau, wir müssen auf die Zeit schauen. Ja. Ich glaube, man tut, wenn man das Thema in der Automobilbranche, wenn man das Thema Marketing hört, dann hat man fälschlicherweise immer einfach vor dem Kopf, das Plakat für uns, ich mache die Zeitung auf und sehe zum Beispiel ein Inserat oder ich bin digital unterwegs, ich sehe einen Online-Banner. Und tatsächlich ist Kommunikation eigentlich der kleine Teil des Ganzen. Das Wichtigste, und ich glaube, das ist für uns alle klar, das Wichtigste an allem, für jede Marke, für jeden Partner, für jeden Händler, ist jedes Produkt. Und um das Produkt geht es eigentlich im Marketing immer. Zu welchem Preis haben wir ein Produkt? Was sind die Eigenschaften davon? Und wie können wir das Produkt eigentlich zum Kunden bringen? Und all das, der ganze Weg, eigentlich der Verteilweg, den wir da abdecken müssen, das geht es im Marketing, so wirklich sagen, okay, das Produkt bauen wir zwar nicht selber zusammen, aber wir müssen dann einen Preis geben, damit wir das zu einem entsprechenden Angebot an einen Händler geben können. Der Händler aber wieder ein Angebot hat, wo seine Kunden sagen, das passt für mich, das ist für mich das Richtige. Und in dieser ganzen Kette bis zum Zeitpunkt, wo der Kunde gekauft hat und darüber hinaus, über all das muss man immer ganz verschiedene Massnahmen machen. Und das Komplexeste heutzutage ist definitiv die Preispositionierung von einem Auto. Damit es für all die Beteiligten stimmt, damit all die Beteiligten auch etwas verdienen. Und vor allem so, dass alle Beteiligten auch sich am Schluss über mehr als ein Auto können freuen, was verkaufen. Genau. Und eine andere Herausforderung ist natürlich auch, dass die Leute wissen, dass man die Auto hat. Und bis jetzt haben wir ja in den letzten Jahren haben wir ja mit dem Magenfreis die Ausstellungen gemacht. Das Baden, das Oberempfelden, in Stein, im Fricktal und so weiter, die haben jetzt so nicht können stattfinden. Darum haben wir jetzt die digitale Autoausstellung ins Leben gerufen. Und was denkst du von so einer digitalen Autoausstellung? Ich bin jetzt seit 9 Monaten dabei in der Organisation. Und als ich meinen Antrittsbesuch gemacht habe, hier bei der Erne und Kalt, habe ich Oliver Kalten gesagt, hey Oliver, glaubst du es nicht? Jetzt bin ich wieder zurück in der Region, wo ich mal gewesen bin. Ich habe 8 Jahre lang habe ich in der Lindhof-Garage gearbeitet, in Windisch. Das ist heute Robert Huber AG. Und damals sind wir zu Bruck an der Occasionsausstellung gewesen. Bruck war dort damals die Occasionsausstellung gewesen, wo eigentlich die ganze Region zusammengekommen sind. Und dort ist wirklich, dort ist nur immer um eins gegangen. Wie viele Autos hast du heute verkauft und was habe ich heute gemacht? Also, das ist wirklich ein Vergleichen von irgendwelchen Leistungen und Zahlen gewesen, wo dann mir der Oliver Kalt erzählt hat, was er plant, wie er das macht. Habe ich das extrem lässig gefunden, weil es an einem Ort ist, wo ich 8 Jahre gearbeitet habe. Vor allem, ich habe es noch auf eine völlig analoge Art kennengelernt. Ja. Und finde das jetzt mega, dass man sagt, komm, lass es uns einfach probieren, weil das ist das, was wir in der Automobilbranche trotz allem, dass man sagt, wie fortschrittlich das ist, wie fortschrittlich das muss sein, ist es immer noch so, wir sind immer noch ein bisschen gefangen im, wir machen sie so, wie wir es jetzt schon immer gemacht haben. Mhm. Und das ist mega lässig, dass man mal sagt, wir wissen nicht, wie es rauskommt. Wir haben keine Ahnung, wie viele Leute schauen zu. Und das Coole ist, dass man einfach mal sagt, weißt du was, aufhören, überlegen, wir machen es einfach. Genau. Ich finde das mega lässig, dass er das Thema aufnimmt, dass er den Mut hat, das zu machen. Ich finde das cool. Ich finde es auch super, dass so viele Garagen sich angemeldet haben. Kann ich jetzt wegen diesen 100 Franken, die du gesagt hast, ob du mir noch würdest geben, Oliver? Will ich jetzt euch nicht? Nein. Das können wir nachher teilen. Wir müssen es anregen. Tun wir zuerst mal etwas trinken. Oliver hat ja extra den Champagner aufgemacht. Ist heute noch heimgegangen, den geholt für uns. Ich denke nicht, dass wir hier auf dem Trockenen sitzen und nur ein Blöterchen Wasser trinken. Anni, freut mich, dass ich dich kennenlernen. Zum Wohl, ja, ebenfalls, Chris. Danke vielmals. Prost übrigens, die daheim.
Ihr habt sicher auch etwas Feines zum Trinken. Genau. Und jetzt kommen wir natürlich zu einer sehr entscheidenden Frage, wenn man nämlich an so eine Ausstellung geht, so wie du vorher beschrieben hast. Von früher her kennen wir das. Da ist mir irgendwie auf einen Stand gegangen. Und die haben gesagt, wir haben das super Angebot, gilt nur während der Ausstellung. Haben die das da auch? Also grundsätzlich ist natürlich jedem Ausstellenden immer selber überlassen, was er aus einer Ausstellung machen will. Nur, und das ist ja das, was ich am Konzept, wie wir es heute machen, so faszinierend finde, dass man sagt, komm, wir probieren etwas Neues. Und dort braucht es manchmal auch einen Ansatz. Und jetzt weiss ich, dass der Oliver gesagt hat, hey, weißt du was, während der Zeit, wo wir Ausstellung machen, dort biete ich all meinen Kunden, die bis zum 16. Mai sich für ein neues Auto entscheiden, einen flotten Rabatt. Das heisst, einen Rabatt, den eigentlich sonst nur die Firmen nicht bekommen. Und jetzt, das weiss ich jetzt der Oliver nicht, weil ich habe ihn ja vorher nicht gefragt und gesagt, ja, was machst du denn eigentlich? Dann hat er eben gesagt, ja, dann, für all die Kunden, die dann sagen, ich würde gerne ein Auto kaufen, die profitieren von Firmenkonditionen, da müssen Sie noch wissen, das ist wichtig, ein kleiner Insider, es gibt zwei Firmenkonditionen. Es gibt eine Firmenkondition 1 und es gibt Firmenkondition 2. Und jetzt hat der Oliver gesagt, ja gut, also ich offeriere die Firmenkondition 1 und jetzt sage ich mache es besser, er offeriert Ihnen die Firmenkondition 2. Und das heisst, als Beispiel, wenn Sie jetzt dahinter schauen, sehen Sie ein DS, mache ich mir nur ein Beispiel, dass Sie den Unterschied sehen. Wenn Sie als Privatkunde kommen, haben Sie einen gewissen Betrag. Der ist, ich tue es im Prozent ausdrücken, der ist irgendwo um die 8% herum, wo Sie als Rabatt hätten, als Privat davon. Wenn Sie als Firmakunde kommen, wo ja dann eigentlich in der Regel mehr Autos kauft, dann haben Sie ein bisschen mehr Rabatt. Dann haben Sie, da reden wir von 14-18% Rabatt. Und jetzt offeriere ich Ihnen, das ist das Beispiel, also wenn die S3, Sie kommen die 18% über. Ich empfehle Ihnen einfach wirklich, wirklich, kommen Sie bis zum 16. Mai zu der Erne und Kalt und profitieren Sie von dem Angebot. Der Einzige, der das Leiden darunter hat, wie wahrscheinlich ich, weil ich von irgendwoher das muss finanzieren, aber ja, der Alkohol hilft halt manchmal schon auch ein bisschen zu solchen Entscheidungen. Hey, hallo! Spontan-Angebot, super! Ist es wert? Das ist ja ganz gute Sache. Sehr gut. Und Gaudani, die Angebote, die du gesagt hast, die sind nur beim Oliver gültig. Ja, es ist ein bisschen schwierig, wenn ich von Citra und DS erwähne, dass andere Dinge sicher auch Freude hat, wenn man das auf Opel auch machen könnte. Aber wir begrenzen das auf Marken Citra und DS bei der Erne und Kalt, selbstverständlich. Gut, dass es ganz klar geregelt ist, oder? Genau, jetzt DS, Automobil und Citroën, was ist denn da eigentlich genau der Unterschied? Weil viele Leute, die nehmen beide Marken wahr und wissen, okay, es kommt aus dem gleichen Haus, aber was ist eigentlich der Unterschied? Willst du noch also trinken? Nein, ist gut, ich versuche es ganz schnell. Oliver, holst du mir nicht? Ich wette Ihnen das jetzt auf einen guten Jahr. Moment. Also wir sind total live übrigens. Wir haben das Interview gar nicht gross vorbereitet. Wir haben nicht einmal die Fragen miteinander besprochen. Darum ist das Live-Charakter, der hier soll spielen. Und wir tun jetzt das auch ein bisschen improvisieren. Also, ich versuche es jetzt schnell so zu erklären. Jetzt, da hinten sehen wir einen Citra C4. Respektive der neue EC4, das Elektroauto von uns. Und ich zeige Ihnen jetzt, was der Unterschied ist zwischen einem Citroën und jedem anderen Auto. Ich kann Ihnen eines sagen. Wenn Sie einen Citroën kaufen, dann müssen Sie nicht das Gefühl haben, dass Sie mit dem Auto mit 120 das stiefste Jochterauf fahren müssen. Das ist nicht das richtige Auto. Alle anderen Marken. Citroën. Ist. Sie können wählen. Entweder gehen Sie mit dem Tischten eine Lounge posten oder Sie können irgendwo ins Conforama oder in Aldi oder von mir aus in Ikea. Hat alles schöne Sachen, aber Sie sind halt einfach schon nicht so kein bequem. Das ist so viel hart. Und das ist der Unterschied von einem Citroën zu jedem anderen Auto. Das Citroën definitiv ein Lounge ist und alles andere ist
nicht schlecht, überhaupt nicht. Es ist einfach anders. Es ist nichts anders als, man könnte jetzt auch sagen, was ist ein Schalensitz? Er ist ein besserer Halt, ist sportlicher, aber es ist bequem. Dort, wo sie jetzt Abend drauf hocken, das ist ein Citroën, weil sie nämlich am Abend lieber in einem Lounge hocken, als auf einem wickelhärten Stuhl. Und das ist Citroën. Und wenn wir jetzt sagen, ja, was ist denn der Unterschied zwischen der Marke Citroën und der Marke DS? Dann ist wieder der Unterschied zwischen Citroën und DS, ist, dass das, was sie da rein sehen, die nicht. Das ist, es gibt im Schweizerdeutschen fast kein Wort dafür. Das ist ein das Thema Manufaktur. Das heisst, und das ist verrückt, nicht alles selbstverständlich, aber sehr viele Sachen bei DS, die werden wirklich von Hand gemacht. Wenn du die Arbeitsstunden würdest rechnen, wo man in DS investiert, dass ein DS entsteht, rechnet sich das Auto nie. Und das ist der Unterschied. Bei DS gehen wir ganz exakt her und es ist wichtig, wie die Naht aussieht. Es ist wichtig, dass es eben ein silbriger Touch, ein roter Touch, dass der Faden schön verarbeitet ist, dass Leder oder auch sonst ein Kunststoff oder ein Alumetall sehr, sehr gut und schön mit Intarsien reingesteckt ist und verarbeitet ist. Und das geht es. Und darum ist DS ist extra ganz, wäre das Falsche. Es ist wirklich, DS ist Manufaktur und Citroën ist ein Lounge und nicht ein Holzsessel. Das hast du sehr gut erklärt. Wunderbar, Dani, super. Jetzt, wenn ihr Fragen habt, übrigens, oder wollt ihr stellen, dann könnt ihr im Chat vom Zoom eure Fragen stellen. Wir schauen dann die an und tun sie am Schluss, nach diesen 3 Stunden, wo wir jetzt reden miteinander, tun wir dann die noch auflösen. Also, irgendjemand sollte jetzt der Icebreaker sein und die Fragen stellen und wir schauen sie nachher an. Aber bis wir so Fragen haben, schauen wir jetzt noch ein bisschen weiter. Was der Dani zu diesen Unterschieden allenfalls könnte sagen, gibt es denn auch unterschiedliche Kunden, wer Citroën fährt und wer DS fährt? Puh, das ist eigentlich ganz interessant. Wir haben vor einem Monat, ich bin jetzt ein bisschen technisch, wir haben eine Studie in Auftrag gegeben, weil es hat mich auch Wunder genommen. Ja, wer ist denn Herr und Frau Citroën? Wer kauft das? Oder wer kauft es nicht? Und was sind die Beweggründe? Und klar, du kannst jede Studie kannst du bis ins Detail auseinanderheben und interpretieren. Am Schluss können wir wirklich sagen, es ist der Durchschnittsschweizer, der aber nicht Durchschnitt sein will. Der Unterschied, warum wir einen Citroën kaufen, das ist auch aus dieser Studie wirklich, ich muss jetzt in meinen Worten natürlich verkaufen, aber das ist aus dieser Studie herausgekommen. Alle, die einen Citroën haben, und du musst dir vorstellen, stell dir vor, du wohnst in einer Mietwohnung, über 60% von allen Schweizern wohnen ja in einer Mietwohnung. Wenn ich jetzt sage, ja, der Citroën-Fahrer gehört im Durchschnitt, und Durchschnitt ist etwas Gutes, Durchschnitt ist etwas Lässiges, weil alle wir Schweizer sind vor allem eins aus dem Durchschnitt. Weil hätten wir eine Freude am Durchschnitt, dann hätten wir auch nie einen Konsens. Also ist uns ja wohl da drin. Und der Schweizer wohnt sehr viel in Mietwohnungen, respektive in Mehrfamilienhäusern. Und das Problem, was du vielfach hast, läufst du in die Garage runter. In dieser Garage stehen 27 verschiedene Autos. Und der, der sich für einen Citroën entscheidet, dem ist es A nicht gleich, was es kostet. Das ist der erste Punkt. Er ist bewusst und sagt, hey, ich bin mir bewusst, das ist eine grosse Investition, das ist mir wichtig. Aber was ich auch will, ich will bitte nicht genau das Gleiche haben wie alle anderen. Den Nachbarn nebenan. Ich will gerne etwas Individuelles. Und wenn du jetzt das Beispiel auf der C4 schaust, wenn wir jetzt nach hinten das Beispiel der IC4 anschauen, dann sehen wir, ich bin nicht sicher, wie gut das sie natürlich auch sehen, aber dann sehen sie schon die Verklüftungen, auch ein bisschen die Kanten, die Stilelemente, die wir drinnen haben. Ich stehe jetzt gleich mal auf und ich weiss, dass sie mich natürlich nicht mehr so hören. Jetzt habe ich die Gebärdensprache, habe ich leider nicht mehr so im Griff. Aber was sie jetzt da ein bisschen sehen, das sind einfach. Sehen Sie die Mulden? Die Kanten, die Sie da drin haben, Sie sehen aber auch im Skiwerfen. Weil das einfach extrem coole, schöne Linien gemacht ist, die sich extrem abheben davon. Wenn ich jetzt sage, jetzt nehme ich als Beispiel ein Peugeot, was ein schönes Auto ist, da habe ich einfach überall Ecken und Kanten. Und was cool ist, bei einem Citroën, gerade bei einem C4 ist, dass wir alles ein bisschen verbinden. Wir verbinden Ecken, wir verbinden Rundungen miteinander. Und das ist das Stilbildende, was halt einfach ausmacht, genau das ist halt die Person, die Frau, der Mann, die
gesagt, darum suche ich mir einen Zeitplan. Ich habe gesagt, ich will etwas anderes in der Garage haben, als das, was meine Nachbarn haben. Genau. Das ist auch sehr gut erklärt. Und jetzt ist natürlich ein weiteres Thema, das viele Leute beschäftigt im Moment, die ganze Elektromobilität. Alternative Antriebe und so. Und da stellt sich natürlich auch die Frage, wo stehen denn ihr mit den beiden Marken? Wie weit sind die schon? Wir haben im, hättest du mich jetzt die Frage vor einem Jahr, hättest du mir die Frage vor einem Jahr gestellt, hätte ich müssen sagen, gut, wir haben je nach Sichtweise haben wir zwischen 0 und 1 elektrifiziertes Auto. Man kann ja ganz viele verschiedene Formen von der Elektrifizierung unterscheiden. Aber wenn wir jetzt sagen, wir tun es jetzt mal unabhängig von, ist es jetzt ein Hybrid, ist ein Plug-in-Hybrid, also ein Auto, das du kannst einstecken kannst, das 50 km Reichweite hat. Und sobald die Reichweite verbraucht ist, tust du dann mit dem Benzinmotor fahren oder ist es ein Elektroauto? Und heute sind wir so weit, dass wir sagen, hey, bis und mit heute haben wir 4 elektrifizierte Modelle im Angebot. Und bis Ende Jahr, kommen wir dazu, und bis Ende Jahr sind wir auf 9 elektrifizierte Modelle. Das heisst, was wir jetzt machen, ist in den kommenden Monaten, eigentlich faktisch in den kommenden gefühlten, was sind es noch, 8 Monaten, praktisch jeden Monat noch einmal ein elektrifiziertes Modell nachschieben. Das heisst, angefangen haben wir im letzten September mit dem C5 Aircross Plug-in Hybrid. Dann ist mit dem eSpace Tour zum grossen Familienwagen gekommen. Dann haben wir den eJump für Firmen gehabt, wo kommt. Und dann kommt der IC4 bereits im Januar, wo wir den IC4 bekommen haben, wo das erste Elektroauto ist von Citroën, wo wirklich darauf ausgelegt ist, den Komfort auch mit der Elektromobilität auf die Straße zu bringen. Und jetzt folgt Schritt für Schritt durch den Sommer durch. Zum Beispiel mit dem ganz kleinen, das hast du schon mal gesehen, der Ami. Das ist so wie ein Döschwo, nur eine Hälfte von einem Döschwo, sondern kleine Cityflitzer. Mit dem kommen wir im Sommer. Wir kommen mit dem Berlingo als Beispiel, wo wir als voll elektrische Version werden lancieren. Also wir kommen Schritt für Schritt mit neuen zusätzlichen Modellen, damit wir eben dann eigentlich unsere gesamte Modellpalette sukzessive können ausbauen auf die Elektrifizierung. Das heisst, es gibt ganz neue Modelle, aber es gibt auch ältere Modelle, die elektrifiziert werden. Ja, es ist auch wichtig. Jedes Mal, wenn etwas, also wir müssen, jedes Mal, wenn ich etwas neu mache, dann verändere ich ja auch Kosten. Und jetzt kann man sagen, ja, das spielt für mich als Konsument keine Rolle. Aber am Schluss ist es ja wichtig. Und gerade in der Zeitreihe ist es mir wichtig, was die Kosten sind. Und beim Zyklen ist es auch wichtig, dass man das Bestehende, das gut funktioniert, eben weiter ausbauen und die Elektromobilität als Ergänzung bringen. Ja, dass der Kunde kann wählen. Genau. Und bei DS, selbstverständlich, da sind wir sogar noch mal einen Schritt weiter. Der kommt jetzt im Frühherbst, kommen wir mit dem DS9, das ist so das absolute Flaggschiff. Das Flaggschiff ist so eine richtig schöne Limousine, wo man wirklich kann Freude haben kann. Ich glaube, mein Großvater hat davon geträumt, noch damals als DS-Besitzer, wenn er in so ein Auto hätte einsteigen durfte, so eine richtig schöne Limousine, die auch dann als Plug-in-Hybrid kommt. Und mit dem DS4 kommen wir mit etwas, wo man wirklich muss sagen, das spielen wir in der Größe, von der Größe her, im Bereich von C4 oder im Bereich, die Leute kennen das mit Golf, ja. In dieser Größe, mit einem Plug-in-Hybrid auch, und man muss sagen, hey, dort decken wir also mit einem fantastischen Auto die Elektromobilität extrem gut ab. Plus, was wir bereits haben, steht da hinten, das ist der DS3 E-Tense als Vollelektro. Der besteht schon bei DS, haben wir schon im Programm. Jetzt, wenn man das so hört, die Entwicklung, die da werden kommt, die neuen Modelle und so, und wenn man da auch die anderen Marken anschaut, dann könnte man ja denken, es geht nicht mehr lang, wir sind nicht mehr mit Benzin oder Diesel unterwegs und alle fahren nur noch Elektro. Was denkst du dazu? Jetzt gibt es verschiedene Richtungen, was man persönlich denkt und logischerweise, was der eine oder andere einmal sagt. Ich, wirklich, meine ganz persönliche Meinung ist, im Moment befinden wir uns auf einem Weg, der durchaus auch durch Politik gesteuert wird. Unabhängig, ob jetzt das die richtige oder der falsche Weg ist, das passe ich nicht zu, das zu beurteilen. Aber es ist schon wichtig zu wissen, dass das in die Richtung, wo wir im Moment gehen, mit der Batterietechnologie, das ist auch sehr stark
ein bisschen steuern, von wodurch tut uns Politik auch die Leitplanken setzen. Mhm. Und es ist in der Regel ist in den vergangenen Jahren in der Wirtschaft immer so gewesen, dass man sagen, okay, try and error. Das heisst, etwas probieren, schauen, ob es funktioniert, wenn es nicht geht, naja, probieren wir etwas Neues. Das heisst, der Stärkste hat sich irgendwo durchgesetzt. Und ich bin nicht sicher, ob wir heute und jetzt bereits das Endprodukt sehen, da zweifle ich sehr stark dran, aber wir sind auf einem extrem smarten Weg, wo es einfach darum geht, wie führen wir jetzt alle thermischen Fahrzeuge, und vor allem nicht Fahrzeuge, sondern Konsumenten. Konsumenten sind das Wichtige. Wie bringe ich jetzt meine Frau, meinen Kollegen, wo seit Jahren einen Verbrenner fährt, wie bringe ich ihn Schritt für Schritt in die Elektrifizierung hinein? Und das funktioniert nur über das Thema. Irgendeine Hybridform, irgendeine Plug-in-Hybridform, eine elektrische Form. Das ist die Batterietechnologie, wie wir sie heute haben, in 25 Jahren vielleicht ein bisschen anders aussieht. Das Thema Wasserstoff. Vielleicht immer wieder aufkommen, man merkt das auch. Das wird immer wieder ein Thema. Du liest heute etwas davon, Wasserstoff wird jetzt bei der Firma A wird sie wieder im Schrank versorgen und die Firma B nimmt entsprechend Wasserstoff wieder aus zum Schrank. Führen. Wir gehören ja zu denen, die es wieder aus dem Schrank rausnehmen und sagen, wir können das Beispiel mit unserem E-Jumping, das heisst, wir haben ein Nutzfahrzeug, mittelgross, da werden wir Ende Jahr mit einer Wasserstofflösung auf den Markt kommen. Das heisst, der Markt ist nicht fertig. Einfach nur bei der Batterietechnologie, wie wir es heute haben. Das ist ja auch spannend, es tut sich noch total entwickeln. Er entwickelt genau. Sich aber immer noch im Rahmen halt von dem, wo auch, sagen wir es ganz klar, wo nicht nur der Markt und Konsumenten zuhören, sondern in dem Rahmen, wo natürlich auch jetzt gerade so Industrieländer, die in der Automobilbereich extrem wichtig sind, wie Deutschland, wo natürlich die Vorgaben von der EU, Vorgaben, die in China herrschen, die halt schlichtweg umgesetzt werden. Und dann ist natürlich ein kleines Land, wie der Schweiz ist oder auch zum Beispiel Norwegen ist, hast du nichts anderes als Möglichkeit, mit dem Trend zu folgen. Wir sind dem einfach ausgeliefert, was da kommt, oder? Es kommt wegen dem, nur weil es kommt, ist es nicht schlecht. Man merkt einfach, richtig, auch wenn man ein bisschen schaut, was wären die Alternativen, synthetische Treibstoffe, wo man könnte sagen, hey, lass uns doch all die Technik, die wir heute haben, lass uns doch die beibehalten. Und versuchen wir nicht, komplett alles neu aufzubauen. Aber auch da wieder, das ist halt trotz allem eine Überlegung, die man sich auch als Unternehmen immer wieder stellen muss. Welche Möglichkeiten habe ich mit den Investitionsmitteln, die mir zur Verfügung stellen, mit den Ressourcen, und ich habe welche Möglichkeiten habe ich nicht, zu diversifizieren, mich auf verschiedene Antriebsarten festzulegen und die parallel zueinander zu entwickeln. Und dort ist es natürlich schon so, dass man auch als Unternehmen die Möglichkeiten, weil das so kostenintensiv ist, einfach schlichtweg nicht hat. Und dann kommt wieder, auch da wieder, durchaus halt die Politik, die auch sagt, okay, wo subventionieren wir durch, was unterstützen wir? Und das alles miteinander, also die Wirtschaftlichkeit und aber auch die Politik, führt dazu, dass man sagt, komm, lass uns in die Richtung Elektromobilität gehen. Auch wenn die Richtung klar ist, ist die Art und Weise immer noch in einem gewissen Sinn offen. Und das ist der Verbrenner überhaupt nicht gestorben. Das heisst, Diesel- und Benzinmotoren, das ist nichts, wo morgen ausgestorben sind. Sondern das wird uns in den nächsten 10 Jahren weiterhin begleiten. Wie sie 15 Jahre ist, ich glaube, wir alle, sorry, Chris, vor 2 Jahren haben wir das Gefühl, ich habe vor 2 Jahren, da muss ich Ihnen jetzt erzählen, ich habe vor 2 Jahren das Mitarbeitergespräch gehabt und da hat mich der Mitarbeiter etwas gefragt und meine Antwort zu ihm war, ich gesagt, hey, schau jetzt, ich sage dir jetzt eins, die Welt wird in 3 Jahren nicht in die andere Richtung drehen. Also kann ich dir heute schon sagen, ah ja, in 2 Jahren, das funktioniert dann schon. Und jetzt haben wir gemerkt, wie etwas Krises, etwas extrem Krises, nämlich ein Virus, eben eine Welt durchaus kann in die andere Richtung drehen lassen. Und darum passe ich jetzt auf, wenn ich sage, es geht noch 15 Jahre, es geht noch 20 Jahre. Es kann sehr schnell gehen und alles kann geändert sein. Voilà. Genau. Was ich auch noch gerne wissen von dir. Also darf ich, Entschuldigung, rasch, Chris, ich finde es noch wichtig, Dani, ich möchte gerade die Gelegenheit nutzen. Wir haben nämlich ein, zwei Fragen bekommen aus dem Chat raus. Und ich denke, es wäre jetzt noch passend, wenn wir dazwischen eigentlich die Frage stellen. Die eine Frage kommt von einem Juicy. Juicy, danke vielmals für die Frage.
Was ist eure Meinung? Wie sieht die Zukunft aus im Automobilverkauf? Was ist eure Einschätzung? Online-Shop oder bleibt es ein Nasengeschäft? Das ist Frage Nummer 1 von Giussi. Wenn wir die gerade beantworten. Und nachher kannst du gerade die nächste. Das ist gut, ja. Ja. Gut. Also, lieber Besuch für Giussi. Giussi. Die letzte Vorhersage, die ich gemacht habe, ist ziemlich gepostet. Und zwar etwa zu 98%, nein, ich bin schlecht im Recht. Ich sage jetzt zu etwa 80%, das war nämlich der, wo ich Lotto gespielt habe und statt einem Sechser einfach nur einen Zweier hatte. Das Problem ist auch da, es ist so, dass so wie wir heute Autos verkaufen, so wird sich das morgen nicht mehr exakt genau gleich anlaufen. Das heisst, was wir heute alles nur im Handel selber macht, wird sich zu einem Teil in den nächsten 5 Jahren extrem auch im Bereich des Online verändern. Das heisst aber nicht, dass es der Handel nicht mehr braucht, sondern im Gegenteil. Das haben wir auch in der aktuellen Lage, wo wir jetzt sind, haben wir das auch ganz viele Orten gespürt. Zwar nicht spezifisch nur im Autohandel, sondern was du gemerkt hast, ist, dass am Anfang von dieser Pandemie ist logischerweise, ist ja verständlich, ist der Online-Umsatz extrem angestiegen in ganz verschiedenen Branchen. Was man aber auch beobachtet hat, ist, dass die Leute das Gefühl vom Anlangen, das Gefühl von das, was ich Ihnen vorher gezeigt habe, nämlich das Hocken, ja, wie ist es jetzt wirklich? Das hat Ihnen gefehlt, das ja. Fehlt, ja. Das fehlt total. Das fehlt nicht nur beim Mentor, das fehlt auch, wenn du ein Buch anschaust. Einfach das dürfen es spüren. Und darum wird das in Zukunft nichts anderes sein, wo es läuft ineinander rein. Das heisst, wir werden extrem uns müssen damit auseinandersetzen, dass wir einen gewissen Teil vom Kaufprozess digital machen, aber irgendwo wird das immer noch, vor allem für gewisse Leute, die das einfach wollen, wird es irgendwo einen Break haben, der dann dazu führt, dass wir in einen Handel, in einen stationären Handel gehen. Genau, und darum braucht es solid Retreat. Der braucht es unweigerlich. Und ich glaube auch, es ist ja nicht nur beim Kaufen der Fall, es ist sogar schlussendlich, wenn man es gekauft hat, das Produkt, dann will man das noch einmal abholen. Ich glaube nicht, dass das der Böster kann bringen, wie wenn man etwas beim Rack bestellt online. Wie wird das denn beim Handel gleich holen? Und wir sehen heute schon, ein Auto hast du nicht in einer Viertelstunde, 20 Minuten abgeliefert, wie es vielleicht damals war, wo wir einen Döschwein abholen, sondern wir verbringen mehr als eine Stunde, manchmal sogar 2 Stunden bei einer Ablieferung. Und darum habe ich auch das Gefühl, werden wir auch diesbezüglich ja, okay. Schon noch ein bisschen gebraucht. Ich kann da ein gutes Beispiel geben vorweg. Ich habe vorher den Ami ins Mund genommen. Der Ami ist ein ganz spezielles Auto, wo wir in einem Testversuch online werden verkaufen. So, und jetzt stehen natürlich zurecht, stehen alle die Haare zu Berg, alle stehen die Haare zu Berg. Und was ich auch verstehe, als ich letzte Woche den Prozess dazu gemacht habe, habe ich am Anfang gesagt, ja gut, jetzt machen wir schnell den Prozess, dann können wir nämlich 30 Minuten weitermachen. Nach 3,5 Stunden haben wir dann den Prozess mal durchgespielt und etwa gefühlt nach 30 Minuten haben wir gemerkt, aha, du wirst im Leben nie den Handel irgendwo nicht können integrieren können. Nicht, dass wir das nicht wollen, aber einfach, selbst wenn das deine Absicht wäre, du musst ihn integrieren, weil der Kunde, und das darf man wirklich auch sagen, der Schweizer tickt dann noch ein bisschen anders, als dass jetzt Deutschland tickt, dass jetzt Frankreich als Beispiel tickt, dass Italien tickt. In der Schweiz ist der Bezug, wissen, wo kann ich hergehen, wenn ich eine Frage habe, wenn ich auch vor allem ein Problem habe, ich meine, wann brauchen wir eine Beratung? Dann, wenn wir etwas unsicher sind. Und was ist unsicher als ein Auto? Ich meine, fairerweise muss ich Ihnen sagen, hey, wenn du Motorhuber aufmachst, ja, ich meine, da sehen wir als Konsumenten, sehen doch nicht durch, wir brauchen Spezialisten. Das heisst, wir sind umgeben von einer latenten Unsicherheit und darum wollen wir doch einen Spezialisten haben. Und darum, selbst wenn wir sagen, ja, du kannst da auf Kaufen drücken, selbst wenn wir das machen, wer liefert das Auto aus? Wer nimmt mit dem Kunden Kontakt auf? Ja, wann hättest du denn gerne dein Auto? Und wo hättest du es gerne? Wie wollen wir das machen? Wohin darfst du kommen, wenn du irgendeine Frage hast? Und für das alles braucht es Partner und die wirst du nicht umgehen. Und wir werden auch, meiner lebt dich nicht, einfach sagen, ich schwätze jetzt einfach mal schnell mit der Siri. Sorry, ich schwätze bis heute nicht mit der Siri. Ich habe nicht einen Spruch. Ich wüsste nicht, warum, dass ich damit anfangen will. Und darum braucht es.
Gut, da bin ich eben froh, dass wir das, es ist nicht nur live, sondern es ist auch aufgezeichnet. Ich kann das also jederzeit wieder führen. Und dir vor die Nase haben, sollte ich merken, dass du mich nicht mehr brauchst. Wir kommen zu einer zweiten, auch nicht uninteressanten Frage. Es scheint mir, als wäre es ein Geschäftsinhaber, ein Firmeninhaber, der die Frage stellt, wie sind denn die Konditionen für Firmen bis zum 16. Mai, wenn schon Privatpersonen den Flottenrabatt Stufe 2 erhalten? Jetzt bist du gefordert. In dem Moment übergebe ich das Wort dir. Ja, du hast gesagt 30 Minuten. Und ich fange wieder hinterher schauen, um PC, ob noch weitere interessante Fragen kommen. Aber das war eine gute Frage, Raphael Stolz. Also, hey. Raffi, ich mache es jetzt einfach. Du läutest am Oliver ab, zeigst mir, wie viel Auto es geht. Der Oliver kann mich direkt in die Car reinnehmen. Wir sind ja heute mit der Technik so weit. Und dann lösen wir das natürlich. Wenn du mir sagst, was du gerne möchtest, dann kann ich dir jetzt schon sagen, dann werden wir uns auch finden. Also, läute am Oliver ab, sag, was du gerne möchtest und glaub mir, wir finden uns. 16. Mai. Haben wir noch weitere Fragen? Bis jetzt noch nicht? Okay, dann habe ich noch ein paar Fragen. Eben, du als Marketing-Spezialist, hast du auch schon so ein bisschen Unterschied gemerkt, wie du ein herkömmliches Auto, Benzin, Diesel, musst promoten, dass es ankommt bei den Leuten? Oder gibt es den Unterschied, wenn du so ein alternativ betriebliches Auto promoten willst? Wie das musst du machen, oder spielt das gar keine Rolle? Wenn du sagst Promoten, meinst du, wie also, willst du das kommunizieren? Leute, die Leute bekannt machen, wie du die Leute musst ansprechen. Wir haben ja vorhin gesagt, du hast gesagt, man hat das Produkt, man muss es vermarkten, man muss es bekannt machen, mit dem Preis, mit allem, was dazugehört. Gibt es irgendwie dann auch Unterschiede, wie du das am Anbringen mit Kommunikationsmitteln? Also es gibt schon Bereiche, wo man muss extrem gut darauf achten muss. Ob es eigentlich gescheiter wäre, der Kanal, also der Kommunikationskanal, Art, wie man mit dem Kunden redet, über was, dass man versucht, mit den potenziellen Kunden zu reden, das muss extrem gut darauf achten. Es ist natürlich schon so, dass, wenn es als Beispiel um Elektromobilität geht, das Thema digital noch viel stärker wird. Weil was zu beobachten ist, ist, dass alle Fahrer und Fahrerinnen, die sich für ein elektrifiziertes Auto interessiert, die sind viel stärker auf der Suche nach Informationen. Und zuallererst, das ist heutzutage die Ausgangslage, geht man irgendeine Suchmaschine einmal suchen. Man geht nach dieser Suchmaschine geht man mal auf gewisse Seiten von Herstellern und sagt, die könnten von mich in Frage kommen. Und darum ist es wichtig, dass man in dem Suchprozess, wo die Leute sind, vor allem bei den elektrifizierten Autos, dass man dort in dem digitalen Bereich stärker präsent ist. Vor allem aber auch, geht es darum, man muss die Leute, die sich für so ein Auto interessieren, in der Regel weniger von A bis Z etwas erklären, sondern vielleicht von F bis Z, weil es der Rest schon bereits wissen. Du hast schon vorselektioniert, vorinformiert. Genau. Und das ist ein grosser Unterschied, den man machen muss. Beispiel, wir haben uns auch überlegt, als wir den EC4 lanciert haben, haben wir überlegt, ja, das Thema Reichweite, das ist ein wichtiges Thema. Aber wir haben mit extrem vielen Leuten geschwätzt und was wir gemerkt haben, das war auch wieder in einer Studie, wo wir gemerkt haben, aha, wir reden immer von Kilometern, wir reden immer von, was sind 57 Kilometer? Und dann haben uns extrem viele Leute gesagt, keine Ahnung, was 57 Kilometer sind, keine Ahnung, was 400 Kilometer sind. Aber ich habe eine Ahnung, was Bern-Lugano ist. Und das ist das, was ich machen will. Und so haben wir das Beispiel gemerkt, es ist extrem zentral, dass wir nicht nur sagen wir mal, technisch reden, sondern eben auch emotional reden, in Bilder reden. Genau. Und sagen, du kommst mit dem Auto von, als Beispiel, Basel auf Martigny, du kommst von Basel auf St. Moritz, du kannst mit dem Auto dorthin fahren, wo du eben auch gerne willst, das machst du nicht jeden Tag, aber dorthin, wo du es kennst. Und das gibt eine Relation. Und das ist das, als Beispiel eine Kleinigkeit gewesen, wo wir plötzlich gemerkt haben, und gedacht haben, aha, wir haben immer so technisch davon geschwätzt, das Auto hat 376 Kilometer. Richtig, genau. Du musst eigentlich sagen, es ist so gross wie ein Fußballfeld. Das weiss jeder, wie gross es ist. Beispiel, ja, genau. Jetzt
jetzt haben wir ja viel von der Gegenwart geredet, aber auch von den neuen Modellen, die werden kommen. Aber was denkst du, wo ist denn die Autobranche in 10 Jahren? Wo könnte man da sein? Was könnte denn auf uns zukommen? Oder auf euch als Vertreter, Importeur, wie auch immer? Also primär ist es mal so, dass man, es gibt nicht ein Ö-Vertreter oder Importeur, es gibt nicht ein Ö-Partner. Auch wenn jeder Importeur mit seiner Händlerschaft nicht immer die genau gleiche Meinung teilt, ist es in der Zeit, wo wir jetzt sind, ist es viel, viel wichtiger, dass man einen gemeinsamen Konsens findet, einen gemeinsamen Weg. Weil die Frage zu beantworten, ist extrem schwierig, wie dass wir uns verändern. Weil eins kann ich jetzt schon sagen, wenn der Herr Meier heute ein Elektrofahrzeug kauft, und der Herr Meier hat vorher ein Fahrzeug gehabt, einen Benziner, dann kann ich so sagen, und jetzt tue ich aus dem Nähkästchen plaudern, ich habe die letzten 6 Jahre im Handel verbracht, habe 4 Unternehmen geleitet, und ich kann Ihnen sagen, im Durchschnitt tut jeder Kunde, inklusive Kauf vom Auto, jeder Garage, in der Regel etwa 1200 Franken im Jahr ins Auto investieren. Dort drinnen sind Wartungen als Beispiel, das ist ein zentrales Thema. Und all die Leute, die sich, ich bin nicht sicher, ob sie es sehen, all die Leute, die oben arbeiten, die arbeiten ja nicht wegen Gottes Lohn, sondern die haben etwas verdienen. Und die verdienen ja darum, weil wir unter anderem das Auto ja auch warten dürfen. Und wenn wir jetzt plötzlich aussteigen, beim Herrn Meier, von einem thermischen, von einem Elektroauto, dann fallen etwa mal 40% von der ganzen Wartungskosten weg. Und das ist das Schöne für den Konsumenten. Ist das extrem lässig, weil er plötzlich ein Auto hat, wo er sieht, hey, meine Betriebskosten sind viel günstiger. Und das merkt er, das ist signifikant. Das merkt nicht nur Herr Meier, das merkt aber auch der Oliver. Das merkt auch der Oliver. Und jetzt ist ja die Frage, jetzt können wir nicht einfach sagen, ja, lass uns mal den Preis um 40% anheben, dass wir es mit reinholen. Sondern wir müssen das ja mit richtiger Leistung. Und um das Thema, und um das geht zum Schluss, wenn du irgendwo 40% wegnimmst, dann musst du als Unternehmen ja sagen, wo bringe ich jetzt die 40% wieder hin, dass es einen Nutzen für meine Kunden hat. Und für das braucht es nicht einfach nur einen Importeur, für das braucht es den Handel zusammen mit den Importeuren. Und dass wir dann nicht immer gleicher Meinung sind, das ist klar, aber dort ist der Konsens extrem wichtig, dass wir uns allen in der Zukunft aufzeigen können. Weil eins ist klar, wir werden verschiedene Themen haben. Eins ist online. Das andere ist der After-Sales-Bereich, wo wir wissen, was sich verändert. Die Anzahl Service, die du machen musst, wird weniger, wird vor allem günstiger werden. Das heisst, eine Garage muss auch schauen, wie kann ich mein Geschäftsmodell neu aufbauen. Dann gibt es neue Formen vom Kaufen. Was heisst Kaufen? Heute geht es darum, ich kaufe ein Paar oder ich tue es leasen. Morgen gibt es plötzlich noch eine Version von, vielleicht will ich es noch 3 Monate haben. Und dann will ich es mieten. Und zwar will ich eines das Auto, ein DS3 und eigentlich hätte ich eigentlich etwas Größeres, weil es wird Winter. Ich hätte gerne etwas, das etwas höher sitzt. Ich nehme C4, das ein bisschen höher ist. Und das sind so die Elemente, die alles eine Rolle spielen, wie sich die Branche verändert. Und das vorweg zu sehen, da gibt es extrem viele Bücher, extrem viele Artikel. Und wenn du alle miteinander gelesen hast, weißt du weniger als vorher. So, weil es wird noch mehr lesen. Es wird wirklich nur gefährlicher, die Richtung wirklich beizuhalten. Am Schluss mache ich eine Prognose, wo ich kann sagen, ja, wir werden uns verändern, wir werden massiv elektrifizierter sein. Das heisst, wir werden von einem, in 10 Jahren werden wir ganz sicher ein Drittel von den Autos, die wir auf die Straße setzen oder auf der Straße sind, werden etwa 20-25% elektrifiziert sein. Wir werden das spüren. Wir werden ein anderes Kaufverhalten haben. Wir werden uns fragen, wenn wir etwas kaufen, wenn wir etwas mieten, wenn wir etwas leasen, gehen wir ein bisschen länger durch. All das. Und wir werden das Digital noch viel mehr mit einbeziehen. Das heisst, wir werden noch viel mehr uns gewisse Informationen aus einem Netz rausholen und erst nachher in den Handel gehen. Aber am Schluss braucht es hinter allem immer einen Menschen. Genau. Und werden wir dann in 10 Jahren noch selber fahren oder sitzen wir einfach hin und sagen, okay, jetzt Siri, in Anführungszeichen, fahr mich nach Bern. Die Adresse, dort wird ich gerne sein, am Nachmittag um 3 Uhr. Ja, es gibt 5 verschiedene Autonomiestufen. Man sagt, okay, beim 5 kannst du wirklich sagen, kannst du sogar, da löst, hast du kein Lenkrad mehr drin. Heute sind wir auf der Stufe ganz knapp 2.
Das heisst, die erste Stufe ist auf Deutsch gesagt der Tempomat. Die zweite Stufe ist schon mal ein Tempomat, der sagt, okay, ich tue gegenüber von vorne das Tempo regulieren und ich tue dir auch noch ein bisschen helfen, steuern. Der Schritt von dem 2 auf den 3. Level, geschweige denn auf den 4. und den 5. Level, das ist ein Riesenschritt. Und vor allem wegen der Komplexität in der Stadt, also nur schon davor im Dorf, das ist eine riesige Herausforderung. Weil wenn eine Büchse auf der Straße liegt, muss der erkennen, ist jetzt eine Büchse, ist es eine Maus? Wenn es eine Maus ist, ja, was mache ich dann? Weil es ist die gleiche Entscheidung, wie ich eines bin. Genau. Ist es eine Maus, ist es eine andere Entscheidung, was ist eine Katze? Er muss extrem intelligent sein. Voilà. Und diese Herausforderung so zu lösen, dass es eben nicht, man kann nicht sagen, ja, 99,9%. Das langt eben nicht. Dort haben wir keine Toleranz drin. Und dort drin bewegen wir uns in einem extrem schwierigen Bereich. Vor allem in einem schwierigen Bereich. Weil all das, was wir jetzt darüber reden, braucht vor allem eins, Daten. Und die Daten müssen ständig transferiert werden, ausgetauscht werden. Und was du dort drin brauchst, ist, und jetzt können wir achten, jetzt können wir in einen Bereich hinein, wenn wir sagen, das sind zum Beispiel die Mobilfunknetze, das du für Sicherheit, die laufen. Genau, das muss alles laufen. Und stell dir mal vor, wir haben eine Pandemie nicht in kleinen Käferchen, sondern wir haben irgendwo mal etwas anderes, voilà. Und all das muss ausgeschlossen werden und macht es so schwierig, um zu sagen, werden wir in 10 Jahren hands-free fahren im Dorf auf der Autobahn. Sind wir auf einem guten Weg, dass man das durchaus in Betracht ziehen kann, für gewisse Teilstrecken. Aber je komplexer das wird, umso schwieriger wird es. Weil alle müssen mit allem kommunizieren. Jede Ampel im Dorf muss mit mir, mit meinem Auto kommunizieren und muss sich austauschen. Und die Komplexität ist extrem wichtig. Und das Auto muss faktisch mit jeder Ecke nur denken, wie es könnte etwas vor. Das ist ein Riesenschritt. Und ob der uns schon in 10 Jahren bringt, da würde ich jetzt die Hand noch nicht ins Feuer legen. Darum schauen wir nicht in 20 Jahren, wie es dann wird sein, weil das ist noch viel schwerer zu sagen als in 10 Jahren. Aber etwas möchte ich noch wissen: gibt es noch Fragen aus dem Publikum? Jawohl, wir haben noch Fragen bekommen. Fragt jemand, aktuell steigen Rohstoffpreise, Stahl, Kunststoffe und so weiter, sehr stark. Schlägt sich das auch in naher Zukunft auf die Preise der Fahrzeuge nieder? Das ist eine aktuelle Frage. Das ist etwas, wo wir uns aktuell jede Marke damit befasst. Und ja, überall, wo wir eine dauerhafte Veränderung von Rohstoff oder Einkaufspreisen haben, wird sich irgendwann immer auf den nächsten, sagen wir mal, auf das nächste Glied in der Kette übertragen. Und ich glaube, wenn wir uns als Konsument, und ich bin genauso ein Konsument, wie Sie das sind, ist es Fakt, dass jede Veränderung von Rohstoffpreisen über kurz oder lang auch zu mir gelangen wird als Kunde. Weil in dieser Kette, die wir heute haben, und die Ketten sind unabhängig von der Branche, die Wertschöpfungsketten, sind derart margenschwach, dass es heute niemand mehr kann vertragen und sagen, ich dämpfe jetzt das einfach für mich ab. Und so wird sämtliche Veränderungen im Bereich von Rohstoff in sämtlichen Branchen, nicht nur in der Automobilbranche, wird irgendwann immer zum Endkonsument weitergehen. Die Frage ist nur immer, in welcher Geschwindigkeit und in welcher Form. Ich kann als Beispiel eine Eigenschaft. Ich kann ein paar Sachen gut, ein paar Sachen kann ich überhaupt nicht. Was ich überhaupt nicht kann, ist, ich kann nicht eins Joghurt essen. Gar nicht. Kann ich nicht. Also, wenn letztens die Frau heimkommt, und sagt, da, ich habe Joghurt gepostet, und ich habe immer so gerne die aus dem Migros, so die Schoki-Joghurt, hat sie 3 Joghurt gebracht. Und das ist für mich die Welt zusammengefallen. Was mache ich mit dem dritten? Ich muss immer 2 haben. Ja? Gut. Und jetzt habe ich plötzlich gemerkt, du, keiner komisch. Die Joghurt, die sind kleiner. Und ich hatte das grosse Glück gehabt, dass ich noch das Natur-Joghurt drin hatte, das noch eine andere Dimension hatte. Jetzt habe ich gemerkt, das Joghurt hat nicht mehr 160 ml, sondern das Joghurt hat plötzlich nur 150 ml gehabt. Das kostet mindestens gleich viel. Kostet gleich viel.
Das heisst, und das ist ja genau das, eine Preiserhöhung, die den Rohstoffpreis verändert, heisst nicht immer, dass irgendetwas mehr kostet. Aber es kann eben auch heissen, dass irgendetwas weniger drin hat. Aber einfach am Schluss ist, das Verhältnis Preis und Leistung wird sich immer verändern. Ob das im Coop ist, ob das bei der Marke Citroën ist, ob das bei der Marke Porsche ist, das spielt keine Rolle. Das ist überall. Es wird sich überall immer auf irgendeine Art und Weise auf uns als Konsumenten niederlassen. Aber das ist sicher wahrscheinlich ein Mitgrund oder eigentlich eine Motivation mehr, dass die Leute in dem Fall bis zum 16. Mai zu uns kommen, da, zu Berne und Kaltage in Döttingen oder Bruck. Weil da kannst du glaub, die Hand ins Feuer haben, die Konditionen, die wir gesprochen haben und Preise, die wir haben aktuell auf den Marken Citroën und DS, die sind garantiert bis zum 16. Mai, egal wie die Rohstoffpreise hochgehen. Nachher können wir es leider nicht mehr sagen, was dann passiert. Aber ich finde, das ist eigentlich auch ein sehr schönes Schlusswort. Oder? Also wenn wir jetzt keine neuen Fragen mehr haben, ich habe auch keine mehr. Hast du noch eine Frage, die noch nie jemand gestellt hat? Und jetzt gerne das Geld vor. Ich muss mal los, das mit Joghurt. Hast du noch andere so Eigenschaften? Also ich habe noch viele Eigenschaften. Ja. Aber ganz ehrlich, nein, ich glaube, sie haben mittlerweile haben sie schon fast alles erfahren. Also ich habe vor einem Jahr geheiratet, das könnte ich Ihnen erzählen. Also dort sind auch gewisse Fragen aufgetaucht vom Standesamt, die ich dann beantworten durfte. Du hast einfach Ja gesagt. Ja, genau. Das ist die wichtigste Frage. Aber das Gute ist gewesen, ich weiss, Sendezeit ist durch, aber ich muss Ihnen jetzt gleich erzählen, weil vielleicht schaut meine Frau zu. Weil das Beste ist natürlich schon jetzt. Also, primär kann man am 1. September habe ich, bei Citroën und DS habe ich angefangen. Voller Elan, super Sachen gesagt. Mein Chef gesagt, Thomas, gell, am 18. September musst du wieder nicht haben, ich gehe heiraten. Kein Problem, habe ich das auch gemacht. Und dann läutet mir am 17. September ein Kollege an und sagt, hey Dani, was machst du jetzt ab? Ich sage, ja, ich habe nichts vor. Ich meine, heiraten wollen, aber heute nichts. Kommst du Fußball spielen? Klar, kann ich Fußball spielen. Dann habe ich etwa 10 Minuten Fußball gespielt und dann habe ich, mit Patellasehne gerissen. Dann ist das Spital geliefert worden und die hat mich sofort müssen operieren. Das heisst, meine Hochzeit ist flöten gegangen. Ich konnte nicht können heiraten. Meine Frau mit unserem kleinen, Hund, Beagle, bekommen, der gerade 10 Wochen alt war. Meine Frau daheim mit dem Hund, dann das eigene Geschäft, das sie noch hat, das weiterlaufen musste. Und der Mann, der sich bequemt hat, irgendwo genau überall zu sein, aber nur nicht dort, wo man sollte sein, nämlich am Hochzeit. Also folgerichtig kann ich jetzt sagen, wenn ich jetzt zurückschaue, wir haben doch noch geheiratet, 3 Wochen später, mit Krücken und allem, darum ist ja das auf dem Standesamt so geblieben. Folgerichtig kann ich wirklich sagen, also, das nützt ihnen eben auch nicht, und ich bin dort mit meiner Zeitung gefahren, wenn sie ein Sofa haben. Wenn sie nicht richtig laufen und Fußball spielen, dann sollten sie es eben an. Also das ist markenunabhängig. Aber ich kann trotzdem sagen, es hat mich extrem gefreut, da dürfen sie. Es hat mich auch gefreut, dass wir zumindest einseitig uns austauschen können. Sie wissen jetzt, wer ich geheiratet habe, wenn ich geheiratet habe, wie. Sie wissen, wo ich heute bin. Und sie wissen, dass wir mit der Marke DS eine Marke haben. Das ist Manufaktur. Wenn sie etwas Einzigartiges wollen, wenn sie etwas wollen, was nicht jeder hat, dann ist es DS. Und wenn sie etwas haben wollen, wenn sie einen Lounge haben und nicht einfach einen Hocker, wenn sie einen Lounge haben, dann müssen sie eine Zeit für euch haben. Sie haben Gelegenheit bis zum 16. Mai bei der R&M Kalt. Das freut mich sehr, wenn ich ganz viele Anträge bekomme von Oliver Kalt und mich dann irgendwie muss fragen, wie ich das jetzt löse. Aber das ist dann da sein. Als Gastgeber darf ich an dieser Stelle auch Danke sagen. Danke vielmals, Dani, dass du dir die Zeit genommen hast, zu uns hier auf Döttingen zu kommen, für das sympathische Interview. Chris, dir auch für die tollen Fragen, die du hier gestellt hast. Generell auch für das Organisieren von dieser digitalen Autoshow. Und euch danke natürlich fürs Zuschauen und Mitmachen mit den Fragen. Das nächste Mal, wenn wir das machen, schaue ich, dass der Kameramann und ich auch noch ein Güble haben. Das tun wir jetzt nachher noch nachholen, sobald wir die Kamera ausschalten. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Bis bald. Ade miteinander. Genau, was ich noch schnell möchte sagen, also bleibt noch ein bisschen dran, wenn ihr noch Fragen stellen wollt, könnt ihr das machen, könnt ihr es reinschreiben, wir können es auch noch zurückschreiben. Aber was noch ganz wichtig ist, die digitale Autoausstellung, wie gesagt, geht bis zum 16. Mai.
Die Adresse online heisst www.digital-auto-show.ch. Dort hat es 200 Autos drauf, 25 Marken, 23 Garagen aus dem ganzen Kanton Aargau. Danke vielmals, wenn ihr die Seite besucht. Und wünsche euch alles Gute. Danke fürs Mitmachen. Und bis ein anderes Mal. Bleibt gesund und bye bye.